Simon, schön, dass ihr am Start seid. Ich nehme gerade schon wieder das zweite Mal auf, weil ich hier gerade ohne Ton aufgenommen habe. Mal wieder. Wir sind in Sarajevo. Ich habe hier zwei meiner besten Männer am Start und unter anderem den besten, also bekannt als der beste Anwalt sogar in Deutschland, Dr. Sebastian Skradde. Ne? Ja. Ja, klar, sagt er. Perz, Cousin ist das. Und Jasko, der wird heute so ein bisschen Food Guide machen. Wir haben eben schon besprochen, was machen wir, Touristensport oder eher das Traditionelle, wo die Einheimischen sagen, das ist das Heftigste. Und dafür haben wir uns entschieden, die Einheimischen empfehlen diesen Spot hier für Cevape. Genau. Ne? Da werden wir hingehen, ein, zwei andere Sachen noch testen. Lasst euch überraschen, wir sehen uns jetzt bei dem ersten Spot gleich. Also wir werden jetzt gleich beim Hauptbahnhof, sagtest du, Jasko. Ne? Da werden wir essen, das ist so ein Spot. Da gehen definitiv nicht die Touristen hin, um essen zu gehen. Da musst du schon Bescheid wissen, dass da ein geiler Spot ist. Und danach werden wir auch noch mal in die Altstadt gehen. Und Burek? Burek. Werden wir auch noch essen. Also auf euch kommt auf jeden Fall was Schönes zu. Das sieht hier gar nicht nach Bahnhof aus, Jasko. Dahinter ist der Bahnhof. Ach, dahinter ist der Bahnhof. Sebastian, da hast du Hunger mitgebracht. Boah, jetzt. Ja, richtig. Ich habe noch gar nichts gegessen. Ne? Oh, das riecht auch schon nach Grill jetzt wieder hier. Also man muss sagen, so vom Outfit stichst du ein bisschen raus, aber ne? Nicht, dass sonst gleich die Frauen überfallen. Die werde ich auch gleich nochmal filmen. Sebastian, jetzt schön nochmal beim Eilegen aufnehmen. Schöner, sympathischer Laden, Mann. Und Fischis, das war was Schönes für Monty. Sehr interessant, wie die da quasi Cevape behandeln. Die wühlen das, ich nenne es jetzt mal wühlen das hin und her. Also die schieben das, habe ich noch nie gesehen, dass das so zubereitet wurde. Ich kenne es nur vom Grill einfach raufgelegt und fertig, wisst ihr, oder im Zweifelsfall in der Pfanne. Oh. Oh, amazing, amazing. Ich bin so hyped, Leute, Mann, das jetzt zu essen. Ich liebe Cevape. Ich habe auch in Hamburg schon zum Beispiel eine Tour gemacht, wo ich die besten Spots getestet habe. Und das jetzt wirklich hier in Sarajevo. Die sehen böse aus, ganz böse. Zeig mal, Jasko, was haben wir hier? Das neutrale Joghurt. Also absolut basic, so wie ich es in Hamburg auch gestern, man hat dieses Brot, was gefühlt aufgesaugt ist, das tunken sie in irgendeine Brühe oder sowas. Boah, ich weiß es nicht mehr, ich muss es noch mal fragen. Das Brot, das ist ja so feucht, ne? Ich kenne das aus Hamburg irgendwie noch, da haben die das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die das in Brühe getunkt haben, Brühe war das, glänzt immer sapschig und das schmeckt so geil, ne? Das schmeckt richtig geil. Das Geheimnis dahinter ist auch, dass sie dem Fleisch einfach viel Zeit geben. Die Vorbereitung für das Fleisch allein, das sind ein paar Stunden, da musst du es ruhen lassen und fermentieren am Tag und dann reinlegen. Ich hoffe, wir nehmen das jetzt nicht und der gute Holle sagt, schmeckt scheiße. Schmeckt, muss es sein. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Jasko hat auch noch eine Überraschung bestellt. Hast du eine Überraschung bestellt? Was hast du bestellt? Ehrlich? Kalbsniere? Nein. Oh, ich bin für alles zu haben. Selbst Gehirn kannst du mir hinsetzen. Kalbsniere, sehr lecker. Oh, geil. Gucken wir mal. Also das auf jeden Fall ist lecker. Ganz anders als Ayran. Durch 2 ist Euro. Ja, durch 2, genau. Was meinst du erklären, Sebastian? Ich würde erklären, dass es hier die deutsche Mark praktisch noch gibt in Bosnien. Das heißt Mark. Ist auch die deutsche Mark angelehnt, die Währung hier? Ja, also du hast es, ist ja immer durch 2. Ja. Das heißt der bosnische Mark und das ist ja eigentlich immer noch wie damals DM. Mhm. Ne? Ah, okay. Wir haben hier Nummer 1. Oh, geil, Mann, das ist die Niere. Schön fett haben wir hier auch noch, ne? Oh. Der Geruch schon, Jasko, krass. Also es riecht richtig heftig. Man hat hier schön das Fett noch, sieht man hier. Kalbsniere, ja? Genau. Ich werde jetzt erstmal das Brot aus. Also ganz leicht sogar Pfannkuchencharakter irgendwie. Das ist halt maximal fettig, maximal Rauch, Grillaroma. Das wirst du so in Deutschland, glaube ich, nicht finden. Hörst du mal hier direkt an. Hat so einen richtig lieblichen Geschmack, finde ich. Wenn ich eine Farbe dazu nennen würde, würde ich rosa nennen. Und dann nimmst du das Brot und tunkst das rein, nimmst das mit dem Fleisch und ja, ja. Einmal nochmal hier, dass ihr seht. Fleisch, Zwiebeln, Brot, alles drin.
Das ist es ja schon. Ja? Ja. Dann warten wir ab, wenn du die Tirabe probierst. Fett haben wir hier, Fleisch, Zwiebeln, rein hier. Das zieht richtig. Ein Traum, ein Traum. Das freut mich. Oh, wirklich. Okay, einmal ein Chivapchichi so, jetzt ohne alles, einmal nur. Oh, das ist nicht normal. Ich habe die besten Spots zumindest in Hamburg mal getestet, Jasko. Jetzt unabhängig von besser oder schlechter, ganz anders und viel, viel besser. Also erstmal habe ich selten so einen intensiven Rauchgeschmack gehabt. Das ist gar nicht zu beschreiben. Du hast da irgendein spezielles Gewürz drin. Du hast echt den krassesten Laden, glaube ich, überhaupt. Das könnte man ja theoretisch wie so ein Döner essen beinahe so, ne? Oder wie würdest du das jetzt essen? Brot ein bisschen aufmachen. Ja. Einstellen, hol mir dann einen Schäber ab. Hier wird viel mit der Hand gegessen und dann wird hier reingelegt. Ich könnte euch jetzt 1 Million Jahre versuchen, über Cevapcici zu erzählen, was ich da spüre. Aber ich spüre einfach was, was ich nicht kenne. Deshalb kann ich schwerlich beschreiben. Ich hätte im ersten Impuls gesagt, es ist gefühlt wie eine Schärfe, die versucht reinzukommen, dann aber abklingt. Ich kenne dieses Gewürz einfach nicht. Ich könnte ein Gedicht drüber schreiben, Jasko, über das Essen. Einfach ein Traum. Das hat so viel, das Essen. Das ist so weich, das ist sanft, aber gleichzeitig so kraftvoll und intensiv. Also ich würde sagen, bevor wir euch überlasten vom ersten Spot, wahrscheinlich geht es jetzt direkt zum zweiten. Wenn mir noch was einfällt, sage ich es euch. Aber wir lassen uns erstmal schmecken hier. Ich sage euch jetzt schon, das bockt einfach so maximal. Ich muss mehr Auslandsvideos machen. Für alle, die jemals hier sein werden, dieser Laden ist Welt. Das ist absolut Weltklasse. Also, boah. Bombe. Da muss man auch jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der einen den empfiehlt. Wir gehen los zu Spot Nummer 2. Ich hoffe, der ballert genauso. So, Jasko, einfach random eingespielt, haben wir noch einen Spot gefunden, ne, weil wir frühstücken. So sieht's aus. Wir wollen frühstücken und heute, glaube ich, entweder herzhaft, oder? Was sagst du? Ja, muss. Wir können jetzt nicht auf Pussy machen und irgendwie. Okay. Nee, wir nehmen was Männliches. Okay. Seit 1945 gibt's das Ding schon, ne? Genau. Also sehr berühmter Spot auch. Wie heißt der nochmal? Brajovic. Und guck mal hier direkt am Wasser. Ja, wir kommen durch den VIP-Eingang. Hier sieht das schon gut aus, Jasko. Geil, Mann. Direkt hier Metzgerei am Start, ne? Wahnsinn. Aha. Oh, da wird schon geklopft. Hallo? In Deutschland sage ich eben zu Jasko, wäre wieder schwierig. Einfach filmen, hier interessiert das niemanden. Kamera an und ist jedem egal. Die Leute freuen sich, gehen in die Kamera offensiv, machen Scherze. Ist sehr schön und entspannt. Der Kellner sagt dir, ich muss aufpassen, dass der Bär mich nicht beißt. Hier schön Fleischschrank, dry aged. Oh, guckt euch den dicken Grill hier an, Mann. Ich hoffe, das sieht man hier wegen der Spiegelung. Ich kann euch genau sagen, was für ein Problem jetzt ist. Man weiß nicht, was man nehmen soll. Na, Jasko, das ist schon wieder so von der Dry Age. Oh ja. Oh, guck mal, das Bild hier hinten. Hast du das gerade gesehen? Ach, hier. Oh. Die hauen wir zu 2,6. Ja, echt so. Wir werden wahrscheinlich Knie bestellen. Lang gegartes Knie habe ich so auch noch nie gehört. Spezialität hier, richtig lange gegart, wird butterzart sein. Wir haben auch überlegt, hier jetzt nochmal ein junges Lamm zu nehmen. Kohlroulade Vorspeise, dann nehmen wir noch die 2 Gänge. Oh, Rest müssen wir mitnehmen. Ich muss euch enttäuschen, es gibt kein Knie gerade und kein Lamm. Alles ist ab 3, wir sind zur Frühstückszeit. Das heißt, wir werden jetzt was anderes aussuchen. Tut mir leid, Knie hätte uns sehr interessiert. Wir haben gerade so gesagt, wenn man zu Hause fragt, was hast du heute gegessen? Knie. Auch sehr charmant. Guckt euch mal das Bild hier an. Ne? Jasko hat mir gerade die Übersetzung gesagt, des Ehefraus Bauchnabel. Genau. Also sehr appetitlich. Ja, ja. Boah, Jasko, Mann, wir haben schon wieder voll die Lage übertrieben. Oh. Aber wir schaffen das. Ja, wir müssen bis da müssen wir echt jetzt reinkloppen. Guckt euch das an hier. Oh,
Oh, Scheiße, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Einfach rein. Aber sehr, sehr Fokus auf dieses rauchige, fleischige, nicht starke Gewürz. Wirklich kaum Gewürz. Guckt euch mal an, das hat sich jetzt voll gesaugt. Kommt halt mit dem Fleischsaft. Oh. Bisschen vom Salat, auch noch hier rüber gerutscht. Vielleicht ein bisschen Essig oder Öl, was wir da drauf gemacht haben. Da könnte man jetzt auch den hier machen. Bisschen Fleisch rein, so gefühlt eine kleine Dönertasche. Reinstopfen da, noch ein bisschen hiervon. Gar nicht mitgerechnet von der Konsistenz. Ganz weich. Nur wenn man es nicht wüsste und ich wüsste, dass sie jetzt vom Grill kommen, nur reinbeißt, denkt man, haben sie vielleicht gar nicht gegrillt. Weil es so weich ist, als wäre das Fleisch noch roh. Also was ich echt hier in Sarajevo merke, dieser Grillgeschmack. Unvergleichlich. Habe ich vorher nirgendwo anders gehabt, dass es so intensiv, so stark ist. Es geht schon immer in Richtung Fleisch, rauchig, Grillaromen und so. Ja, wird auch einfach geliebt hier. Du frühstückst hier so wie woanders irgendwie das deftigste Mittagessen. Genau, ne? Genau. Hier haben wir zum Beispiel Leber noch drauf auf dem Spieß. Oh. Mega heftigen Spieß, geile Zwiebeln. Das ist ein kompletter Leberspieß. Leber kann halt auch echt richtig kacke schmecken, ja, und zäh sein. Ja. Auch ein richtiger Kenner liebt genau das, ne Jasko? Oder bist du auch nicht so der Fettesser? Nee, gar nicht. Ich liebe das. Nur mal ein normales Stück hier. Schneid das mal weg. Doch, das hat mein Vater schon immer. Das fand ich früher als Kind immer eklig. Ich habe gedacht, was macht der da? Aber das ist es. Oh, heavy. Ja, gut. Guckt euch mal die Paprika an. Ich habe noch nie in meinem Leben Gemüse, was so krass nach Rauch geschmeckt hat. Das ist so krank geil. Den Rest, was wir hier auf dem Teller sehen, sehen wir eventuell auch noch beim nächsten Spot. Ich weiß nicht, ob er schon war oder jetzt kommt. In dem Sinne sage ich viel Spaß gleich beim nächsten Spot. Wir sehen uns jetzt woanders gleich. Guckt euch mal an, bevor wir zum nächsten Spot gehen, nur wo mein Kollege jetzt sein Zimmer hat. Das ist so Endlevel. Zieht euch das mal rein. Hier ist halt Wohnzimmer, ne? Und dann, jetzt könnt ihr noch nichts sehen. Ihr denkt jetzt, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und boom. Überwältigend. Oh, brutal, oder? Ganz krank. Da geht mir eine Abjasko. Ich sag das, ich liebe sowas des Todes. Guck mal, hier noch alles Einschusslöcher aus dem Bosnien- und Balkankrieg. Wir sind hier gerade auf dem Weg zum ersten Spot. Zum zweiten, was laber ich da? Hier, wir gehen nämlich zu Fuß. Auf ganz sportlich. Also das ist unsere Burekcinica, ja, hier in Sarajevo, ja, ist eigentlich eine der bekanntesten, aber da streiten sich die Leute, mhm, auch, du kennst das, ja, ist aber wirklich sehr, sehr gut. Die machen das unter einem Sac. Ich kann es gerade nicht auf Deutsch erklären, was ein Sac ist, aber ganz ehrlich, zeige es den Leuten einfach. Okay, dann zeigen wir. Sac, ne? Genau. Boah, Jasko, was machst du mit mir, Mann? Mega. Also man könnte allein an diesem Spot jetzt eigentlich ein Video machen, alles. Wir legen los. Also du hast gesagt, handwerklich halt auch wirklich, das sind nicht diese fertigen Blätter, sondern diese, ja, diese Teigblätter, sondern, ja, alles selber gemacht, dennoch unterm Sac. Genau. Ne? Und hier drin haben wir ganz normal Rind jetzt oder was haben wir hier drin? Wir haben einmal Kartoffel, wir haben einmal Rind und einmal Spinat. Mhm. Würde ich jetzt direkt sagen, isst das mit der Hand. Weil das mit der Hand ist besser, das tut, ne? Mir grad schon weh. Ja, ist besser. Einfach abreißen. Also wirklich. Ach, das reißt man dann ab, ne? Genau, kannst abreißen, was du willst und dann beißt du das schon. Also wesentlich härter von der Konsistenz, als ich dachte, guck mal hier, oh geil. Das sieht so aus wie Schweinespeck so ein bisschen. Das ist Rinderhackfleisch. Das ist so richtig, auch innen vom Biss, das ist so richtig komplett fett durchzogen, genau, wieder. Vielleicht nicht mal unbedingt fett, die haben das vielleicht auch wieder in der Brühe oder so gemacht, aber es ist komplett durchzogen mit Saft und hat noch so einen harten Biss, was voll geil kommt. Du hast jetzt gerade beide Nationalgerichte aus Bosnien gegessen. Mhm. Also das bekannteste ist Cevap und dann Burek. Traum. Schön mit dem Salz gearbeitet, nicht zu salzig. Kleiner Kitzel, als hätte da jemand ein bisschen mehr Salz drüber gestreut, ja, oder Fleur de Sel eher gesagt. Sebastian, du freust dich auch schon hinter der Kamera, sehe ich. Ja. Vom Anwalt zum Kameramann. Käse das Ganze, aber einmal mit Kartoffeln. Okay, ich snack da einfach jetzt nochmal rein. Ah,
Es schmeckt ganz anders als jetzt das Türkische generell, muss ich sagen. Das hier auch so, was mega geil ist, diese harte Schicht, was nicht so ganz, also vom Biss ganz fest ist, dass dieser verhärtete Teig, was mega geil schmeckt. Das gibt einfach von der Textur nochmal einen anderen Kick. Käse. Kannst du mal raten, was das kostet? Guter Plan. Ratet ihr uns auch gerne mal in den Kommentaren. Ich würde jetzt sagen, bei den Preisen, die ich eben gesehen habe, ein so ein Ding 1,50. Da ist jetzt Kartoffel auch noch mal. Richtig geil, du schmeckst richtig die Kartoffel. Beinahe so erdig noch, als hätten die das mit Schale, Kartoffel und noch ein bisschen Erde dran, aber im positiven Sinne, so richtig Natur einfach. Hast du schon Kartoffel probiert? Habe ich gerade. Alle drei Varianten, absolut Welt. Dein Favorit? Schon Fleisch, weil ich Fleisch immer liebe. Ja. Mhm. Ich muss auch sagen, wenn ich es vergleiche jetzt mit der türkischen Küche, ohne da jemand auf den Schiff treten zu wollen, finde ich die noch heftiger. Ich habe es nicht gesagt, bitte greif mich nicht an. Liebe Türken, hasst mich nicht. Ich habe euch lieb. Ich liebe die Türkei. Ab geht's zum nächsten Spot. Wir müssen eins sagen, wir haben jetzt nicht den bekanntesten Spot genommen. Wir haben hier ein kleines Missgeschick gehabt. Denn das hier ist eigentlich der bekannte Spot. Ah, oh, das ist der. Und da ist dann so ein Joghurt drauf hier. Weißt du was, ich mache jetzt noch mal einmal einen Snack. Ich hole ganz schnell einen raus, beiß mal einmal rein, guck, ob der besser schmeckt oder schlechter. Okay. Also hier ist eigentlich der Spot, Leute. Das ist jetzt Burek unter dem Satsch natürlich gemacht, mit Schmand oben drauf. Und das soll eigentlich der beste Spot sein. Mhm. Dann kann ich das auch mit Messergabel, wenn das so jetzt ist. Ne? Aber ich esse ein Stück nochmal so wie eben, ohne, damit ich den direkten Vergleich habe. Man sieht auch, guck mal, wenn du drauf filmst, viel mehr Fleisch, auch anders sieht das aus. Er ist saftiger, viel mehr Fleisch, du merkst richtig, wie das Fleisch zerfällt, butterzart ist eigentlich. Das ist das Fleisch, was so anfasst und auseinanderfällt. Gleiche Pfeffernote, aber wesentlich saftiger und leichter. Das ist tatsächlich noch ein Stück besser, obwohl ich den auch heftig fand. Und jetzt noch einmal hier mit. Also diesen Schmand nimmt man kaum wahr. Der macht das Ganze nur noch so ein bisschen saftiger, sagen wir mal so. Deutlich besser als eben. Ja. Okay, ich mag eigentlich keinen Burger, aber das ist schon sehr gut. Mhm. So, hier Jasko, Meeting of Cultures. Weil du jetzt viel durchgehst, die Architektur, die Altstadt von Bosnien an, die damals im Osmanischen Reich war. Und das merkst du direkt. Ja, kleinere Häuser, viel mehr Steinhäuser, eine ganz andere Architektur. Und das ist natürlich auch nicht so Standard, dass es in einer Stadt gibt. Dann so. Ja. Geil aber. Und hier seht ihr halt so die Grenze quasi. Okay, beim letzten Spot am Start, Jeljo. Du sagst ja, Bushido war hier, sonst wer war hier, ja, alle möglichen. Alle Bekannten, alle, die nach hier kommen, Präsidenten waren hier und Co. Ne? Also, das ist so der schwäbische Hotspot. Ja. Geil. Cool, dann essen wir das mal. Es ist ein bisschen verdeckt hier, aber es ist wie beim anderen Laden, dass sie es so richtig hin und her schieben, bewegen, da ist Bewegung drin im Essen. Wie heißt das jetzt nochmal? Pleskavica. Pleskavica ist so der Ursprung vom Burger bei uns im Balkan. Egal ob Bosnien, Serbien, Kroatien, Montenegro, Kosovo oder Albanien, wird eigentlich überall sehr, sehr gerne gegessen. Ja. Genau. Okay, und wieder mit dem Schmand, sage ich mal, hier an der Seite, ne? Klar, das muss. Ich probiere erstmal gerne einmal die hier so. Sehr geil. Also was sich durch die Foodtour einfach durchzieht, es ist so, es ist einfach irgendwo basic, aber so geil gemacht, schmeckt einfach lecker. Ohne dass da viel Tamtam dran ist. Es braucht nicht immer eine Explosion, sage ich mal. Es muss einfach schmecken und das tut es, definitiv. Und ich habe eben schon gesehen, das fühle ich dann immer, wenn die kleinen Kinder da auch schon das Gericht essen und Chivapchichi da haben. Das ist halt hier Tradition, das kennt man so. So wächst du halt hier auf. Das könnte auch Frischkäse sein, so wie es aussieht, ne? Also ist es nicht, aber so von der Optik meine ich nur. Ja.
Schmeckt eigentlich Frischkäse, ich schwör's dir. Das ist einfach eine perfekte Kombi. Du hast die knackigen Zwiebeln, den Schmand oder Frischkäse, der das Ganze abdämpft. Dieses intensive Fleisch, einfach basic, einfach geil. Beinahe der perfekte Biss. Das könnte man so, der perfekte Löffel. Diese Sendung gibt es ja. Einfach diese Kombi rauf, bam, runter. Fertig. Von der Würzung ist es hier eine andere. Also Chivape hatte schon, der erste Spot zumindest, ein bisschen anderen Charakter. Ist auch farblich anders. Ja, aber ich sag mal so, das Grundding, der Ursprung, wenn ich so sagen darf, ist derselbe. Ne? Dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle die Foodtour. Ja, danke für euch fürs dabei sein. Checkt die Jungs gerne ab in der Videobeschreibung. Auch unseren Anwalt Doc das gerade. Der Weltbeste, ne? Weltbeste. Der Weltbeste. Und mal den Spaß beiseite lassen. Ich kenne niemanden, der so viel arbeitet wie der Typ. Ich auch nicht. Das ist krass. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Gerne Daumen oben knallen lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao.